Hallo, hier ist Ziegelstein21 mit dem nächsten Video. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, ein paar Bauteile in meinem PC einzubauen und stelle euch heute jetzt die Bauteile vor, gebe ein paar Tipps und sage auch was zu den ersten Erfahrungen und Eindrücken. Als erstes würde ich die Thumbscrews austauschen. Das sind die mitgelieferten. Die laufen etwas schwierig, deswegen habe ich die hier jetzt eingebaut. Als nächstes das Netzteil. Das riecht, beziehungsweise die Kabel, die riechen etwas streng am Anfang und das gibt sich aber mit der Zeit. Ja, außerdem die vollmodulare Ausstattung finde ich jetzt nicht mehr so gelungen, denn Stromanschlusskabel für das Board, zwar 24 Pin, sind ja Pflicht, sodass dieses Kabel nicht modular sein müsste. Auf jeden Fall sollten die Kabel mit dem Netzteil außerhalb verbunden werden. Es fordert nämlich einiges an Kraft und lässt sich im Gehäuse nur schwer durchführen. Die Kabel sind außerdem sperriger und sind auch relativ steif. Hier. Außerdem ist zum CPU-Kühler. Den habe ich verbaut, ohne auf den Anschluss zu achten. Und jetzt reicht das Kabel nicht mehr und ich musste es aus den Halterungen lösen. Sieht man hier oben. Es müsste eigentlich an der Seite so halten, aber da reicht das Kabel jetzt nicht mehr. Das ist meine Empfehlung, den Lüfter immer passend zum Kabelanschluss auszurichten. Meinen Fehler jetzt werde ich nicht mehr korrigieren. Die Speicherriegel ließen sich dank Kudim wirklich einfach und ohne großen Kraftaufwand aufstecken. Die sind nur hier oben, die hier unten, die sind fest. Und bei den optischen Laufwerken, da halten die Befestigung super und sind einfach zu bedienen. Die habe ich ja schon mal gezeigt, die sind hier oben und die halten auch gut, wenn man die wieder auf und wieder zumacht. Ja, dann zur Blende. Die ist auch dank Q-Shield sehr einfach zu befestigen und völlig verletzungsfrei. Sieht man hier hinten. Die Lüfter mit 3-Pin-Anschluss habe ich bordseitig angeschlossen. Einmal hier unten und an der Seite hier oben nochmal. Die, wie gesagt, sind mit 3-Pin, auch wenn das Board 4-Pin hat. Das geht mechanisch immer. Und die Technik ist allerdings unterschiedlich. Beim Einschalten laufen die Lüfter an und ich kann dann die Drehzahl im BIOS lesen. Vielleicht spare ich mir sogar somit den Kauf einer separaten Lüftersteuerung. Meine Anoxia-Kabel, hier die roten Kabel, habe ich leider viel zu lang gekauft. Deswegen musste ich sie jetzt hier oben in den Schacht reinlegen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Blende. Hier, die ist schwarz lackiert und hat weiße Schrift. Gefällt mir sehr gut, kann man auch sehr gut lesen. Jetzt das erste Einschalten. Am Anfang fahren die Lüfter hoch und werden danach wieder langsamer. Außerdem sieht man auch vorne hier den Lüfter mit den roten LEDs. Ich bin auch überrascht, dass Licht auf dem Mainboard gibt, und zwar die roten LEDs. Fast schade, dass ich kein Seitenfenster habe. Aber ich habe mir deshalb keins gekauft, weil ich denke, dass ohne Seiten, also ohne Glasscheibe, stabiler ist. Außerdem bei den LEDs hat eine Funktion, das ist hier die untere, die zeigt an, ob Strom eingeschaltet ist, auch im Schlafmodus. Und die anderen, die sehen einfach nur gut aus. Jetzt mache ich auch mal das Licht aus, dann kann man das noch besser sehen. Dann sieht man hier die LEDs und auch hier vorne den Lüfter. Wieder zurückdrehen.